Es wird niemals enden. Ich bin aus einem Land voll dunkelster Magie entkommen und werde doch bei jedem Schritt von ihr verfolgt. Sie ist eine Qual, die sich in mein Fleisch und meine Seele gebrannt hat. Und jetzt finde ich mich in Gesellschaft weiterer Magier wieder. Sprecht ihr etwa von mir? Ich habe euch dort drin Zauber wirken sehen. Mir hätte früher bewusst sein müssen, was ihr tatsächlich seid. Ihr habt eine Schlange in euren Reihen. Und wenn ihr es am wenigsten erwartet, wird sie sich gegen euch wenden und zuschlagen. Es liegt in ihrer Natur. Ich bin mir der Gefahr bewusst. Wir alle sind uns der Gefahr bewusst. Ich bin nicht blind. Ich weiß, dass die Magie nützlich sein kann. Und es gibt zweifelsohne auch Magier mit guten Absichten. Doch selbst die besten Absichten schützen einen Magier nicht davor, der Versuchung zu erliegen. Und dann wird seine Macht für alle anderen zu einem Fluch. Seht ihr das wirklich so? Es ist einfach schrecklich, was diese Magier euch angetan haben. Ich fürchte, ich erscheine euch undankbar. Falls dem so sein sollte, entschuldige ich mich. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernen. Ich habe Daenerys zwar nicht gefunden, aber ich stehe dennoch in eurer Schuld. Hier habt ihr alles Geld, das ich besitze, genau wie Enzo es versprochen hatte. Und solltet ihr jemals Hilfe benötigen, werde ich sie euch mit Freuden gewähren. Euer ehemaliger Meister muss doch an irgendetwas Wichtigerem als nur einem entflohenen Sklaven interessiert sein. Er ist nicht im geringsten an mir interessiert. Es geht ihm allein um die Zeichen auf meiner Haut. Sie bestehen aus Lyrium, das mir in die Haut gebrannt wurde. So hat Daenerys sein Schoßhündchen mit der erforderlichen Macht ausgestattet. Und jetzt will er seine Investition zurück. Selbst wenn er sie mir dafür von meiner Leiche reißen muss. Welch eine Verschwendung eines wirklich hübschen Elfen. Die Wahrheit ist, dass ich nichts über das Ritual weiß, durch das diese Zeichen auf mich übertragen wurden. Es war Daenerys' Entscheidung, und er bereut sie inzwischen. Ich habe gesehen, welche Fähigkeiten ihr besitzt. Werden sie euch von diesen Zeichen verliehen? Einige von ihnen. Ich weiß nur, dass Krieger wie ich selbst im Reich äußerst selten sind. Vielleicht denken sie, ich sollte mich geehrt fühlen. Denkt ihr, euer Meister wird weiterhin Jagd auf euch machen? Er ist zu stolz, um es nicht zu tun. Eines Tages wird ihn die Jagd vielleicht mehr kosten, als er zu zahlen bereit ist. Aber ich bezweifle, dass das noch eine Rolle spielt. Werdet ihr Schwierigkeiten mit meinen Begleitern haben? Sollten wir gemeinsam reisen, werde ich sie sorgfältig im Auge behalten. Etwas anderes kann ich euch nicht versprechen. Ich plane eine Expedition, bei der ich Hilfe brauchen könnte. Natürlich. Solltet ihr mich jemals brauchen, findet ihr mich hier. Wenn Daenerys sein Anwesen zurückhaben will, kann er gerne herkommen und seine Ansprüche geltend machen. Abgesehen davon stehe ich euch jedoch zur Verfügung. Agregio Pavali. Im Keller sind 6 Flaschen davon. Ich musste ihn immer Daenerys Gästen ausschenken. Er sagte, mein Aussehen mache ihnen Angst. Und das hat er genossen. Ich kann mir nicht vorstellen, inwiefern es sie abschrecken sollte. Ihr sagt, was ihr denkt. Das muss man euch lassen. Ein Glück, dass ich mich noch immer an den kleinen Dingen erfreuen kann. Ihr hattet kein einfaches Leben. Ich möchte lieber nicht weiter darüber sprechen. Seid ihr euch sicher? Ich wäre bereit, euch zuzuhören. Meinem Gejammer? Wie selbstlos von euch. Ich wollte meine Vergangenheit hinter mir lassen, aber sie holt mich immer wieder ein. Sagt, wolltet ihr niemals nach Ferelden zurückkehren? Ich habe dort nichts mehr, wohin ich zurückkehren könnte. Die Verderbnis ist vorbei. Ihr könntet wieder aufbauen, was ihr verloren habt. Ist das wirklich nicht euer Wunsch? Meine Mutter stammt aus Kirkwall. Unsere Wurzeln sind hier. Ihr habt also einen Ort, an dem ihr euch niederlassen könnt. Ich verstehe. Allein die Möglichkeit zu haben, muss schön sein. Habt ihr vor, weiterhin hier zu leben? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber vorerst ist es hier ebenso gut wie an jedem anderen Ort. Ich würde nach Saharan zurückkehren, wenn ich könnte. Aber dort gibt es für mich kein Leben.
Ist das der Ort, von dem ihr stammt? So wurde es mir erzählt. Ihr wart also noch jung, als ihr es verlassen habt? Möglicherweise. Ich nehme an, ihr könntet euren früheren Meister aufspüren. Ich denke, er ist nach Minrathis zurückgekehrt. Allerdings wage ich mich nicht in die Nähe der Stadt, solange er noch am Leben ist. Nein, es ist besser darauf zu warten, dass er seine Festung verlässt. Dann kann ich den Kampf aus einer gesicherten Stellung führen. Wenn dieser Tag kommt, erwarte ich nicht, dass ihr mir eure Hilfe anbietet. Ich würde sie allerdings auch nicht ablehnen. Ihr seid schon ziemlich lange auf der Flucht, oder? Seit inzwischen 3 Jahren. Daenerys hat die Möglichkeit, mich aufzuspüren. Vielleicht durch die Zeichen, ich weiß es nicht. Aber wie auch immer es ihm gelingt, er braucht nie lange, um meine Spur zu finden. Dies ist das erste Mal, dass ich ihm einen Grund gegeben habe, sich zurückzuhalten. Ich nehme an, eine große Gruppe hat wohl gewisse Vorteile. Habt ihr euch niemals zuvor Hilfe gesucht? Tagelöhner, wenn ich genug Geld zusammenstehlen konnte. Aber nie jemanden von Bedeutung. Bis ihr kamt. Daenerys wird sich jedoch nicht geschlagen geben. Ich erwarte seine Rückkehr. Und was, wenn er sich doch geschlagen gibt? Was dann? Dann werde ich ihn aufsuchen. Ich werde mein Leben nicht mit einem Wolf im Nacken verbringen. Das klingt vernünftig. Ja, falls es wirklich so weit kommt. Was ich allerdings bezweifle. Wenn ihr ein neues Leben anfangen wollt, könntet ihr auch einfach hier bleiben. Ich könnte mir vorstellen zu bleiben. Aus den richtigen Gründen. Ich möchte euch noch einmal danken, dass ihr mir gegen die Jäger geholfen habt. Hätte ich geahnt, dass mir Anzu eine so fähige Frau schickt, hätte ich ihn eher mit der Suche beauftragt. Vielleicht sollte ich Anzu ja danken. Ja, vielleicht solltet ihr das. Vielleicht sollte ich mir vor eurem nächsten Besuch ein paar Komplimente überlegen. Das könnte gewiss nicht schaden. So, der Steuereintreiber des Truchses kommt nicht wieder. Genau wie ihr es wolltet. Lustige Geschichte. Erspart sie mir. Aber danke für die Hilfe. Spielverderber. Ich verstehe nicht, was ihr hier in der Oberstadt wollt. Mir gefällt die Aussicht. Mir auch. Drei Jahre. Immer noch keine Spur von Daenerys. Langsam frage ich mich, ob er aufgegeben hat. Das ist sein Anwesen, oder? Er muss wissen, dass ihr hier seid. Werdet ihr überrascht, wenn ich euch sage, das ist nicht sein Anwesen? Es gehört einem Händler aus Tyrwinter, der offenbar länger nicht mehr hier war. Vielleicht ist er tot. Gut möglich, dass Daenerys ihn getötet hat. Aber wenn Daenerys weiß, dass ich hier bin, warum hat er dann nichts unternommen? Erzählt mir nicht, dass ihr die ganze Aufregung vermissen werdet. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht weglauft? Ihr fangt an. Das wollt ihr doch, oder? Ich weiß nicht wie. Das Erste, woran ich mich erinnere, sind diese Zeichen. Wie das Lyrium in mein Fleisch eingebrannt wurde. Der Schmerz hat alles weggewischt. Auch mein Leben, bevor ich ein Sklave wurde. Es ist weg. Ich sollte euch damit nicht belasten. Das sind meine Probleme, nicht eure. Ihr wisst nicht, wer ihr einmal wart? Fenris war der Name, den Daenerys mir gab. Seinem kleinen Wolf. Falls ich einmal einen anderen Namen oder eine Familie hatte, wurde mir beides genommen. Aber auch das ist nicht euer Problem. Vielleicht kann ich euch bei euren Problemen helfen. Oder euch ein paar mehr bereiten. Nur ein paar? Die von der angenehmen Sorte. Verlockend. Ihr seid eine bezaubernde Frau, Hawk. Genießt sonst niemand eure Aufmerksamkeit? Seht ihr hier sonst noch jemanden? Ich bin ein entflohener Sklave, ein Elf, der in einem geborgten Haus lebt. Stört euch das nicht? Und ich bin ein Flüchtling und ein Mensch. Stört das euch? Jetzt habt ihr mich. Ihr sprecht da einen interessanten Punkt an. Ich muss darüber nachdenken. Die letzte Flasche Greggio habe ich für einen besonderen Anlass aufbewahrt.
der da wäre? Der Jahrestag meiner Flucht. Astia Valla Fernandes. Wollt ihr die Geschichte hören? Ich höre euch gerne zu. Es gibt ein paar Freuden, die noch größer sind, als die, mit einer schönen Frau zu reden. Also gut. Habt ihr schon von Saharan gehört? Das Reich und die Kunari kämpfen nun schon seit Jahrhunderten um die Insel. Ich war mit Daenerys während eines Angriffs der Kunari dort. Ich konnte ihn zu einem Schiff bringen, aber da war kein Platz für einen Sklaven. Ich blieb also zurück und floh mit letzter Not aus der Stadt. Es gibt nichts Besseres als einen Krieg, um eine Flucht zu vertuschen. Ich hatte nicht vor zu fliehen. Damals nicht. In den Urwäldern Saharans leben Rebellen, die Nebelkrieger. Sie fanden und pflegten mich, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich blieb eine Weile bei ihnen, bis Daenerys kam, um mich abzuholen. Seid ihr freiwillig bei diesen Nebelkriegern geblieben? Ich hatte die Rebellen ins Herz geschlossen. Sie folgten keinem Meister und kämpften für ihre Freiheit. Das kannte ich nicht. Als Daenerys kam, weigerten sie sich, mich ziehen zu lassen. Er befahl mir, sie zu töten. Ich tat es. Ich habe sie alle umgebracht. Warum habt ihr das getan? Was hätte ich denn tun sollen? Mein Meister war zurückgekehrt. Und dieses Fantasieleben war vorbei. Aber als ich es getan hatte und ihre Leichen sah, spürte ich... Ich konnte nicht. Ich floh. Und habe nie zurückgeschaut. Hättet ihr euch nicht anderen Nebelkriegern anschließen können? Selbst wenn, ich fühlte mich... unwürdig. Ich wusste damals nicht, ob ich Daenerys wirklich entkommen konnte. Ich wusste nicht einmal, was das bedeutete. Ich musste einfach nur weg. Ich fuhr auf einem Schiff als blinder Passagier nach Süden Richtung Festland. Ständig mit meinem einstigen Meister im Nacken. Ich verstehe nicht, warum ihr so lange bei Daenerys geblieben seid. Ihr wart nie eine Sklavin. Sklaven träumen nicht von der Freiheit oder irgendwelchen Wundern. Sie denken nur an die Wünsche ihres Meisters und daran, was die nächste Stunde wohl bringen mag. Ich hätte nie gedacht, ich könnte etwas anderes sein, bis ich ein anderes Leben kosten durfte. Aber es gibt doch immer wieder Sklavenaufstände, so wie in Kirkwall. Das Ritual, dem ich meine Zeichen verdanke, raubte mir auch meine Erinnerung. Was ich vorher war, hätte ebenso gut nie existieren können. Hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht anders empfunden. Wie gut kanntet ihr diese Nebelkrieger? Ich war nur ein paar Monate bei ihnen, aber in dieser Zeit spürte ich, dass ich lebte. Sie waren tapfer, stark, frei in allem, was sie taten. Ich bewunderte sie und verdankte ihnen alles. Und doch wandte ich mich gegen sie. Hat euch Daenerys nicht aufgehalten? Die Rebellen hatten ihn verwundet. Die Soldaten, die ihn begleiteten, wollten mich einfangen. Erfolglos. Das war Wochen, bevor sich Daenerys an der Jagd beteiligen konnte. Und als es soweit war, war ich längst weg. Es muss schwer sein, darüber zu reden. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist. Ich wollte das nie. Vielleicht ist es das, was eine Freundschaft ausmacht. Dabei muss es aber nicht bleiben. Ich... habe nie jemanden an mich herangelassen. Als ich meine Zeichen erhielt, waren die Schmerzen unerträglich und meine Erinnerung verblasste. Aber ihr seid anders als die Frauen, denen ich bisher begegnet bin. Mit euch könnte es anders sein. Habe ich da gerade richtig gehört? Wenn es vorher jemanden gab, erinnere ich mich nicht daran. Selbst nach eurer Flucht gab es niemanden in eurem Leben? Ich blieb nirgends lange. Wem hätte ich trauen können? Ich habe nie jemanden gebraucht oder gewollt. Bis jetzt. Finden wir es doch heraus. Vielleicht an einem anderen Abend. Dann also einen letzten Trinkspruch. Auf die Gefallen, Jäger.
keinen Schritt weiter! Ihr befindet euch im Besitz gestohlenen Eigentums! Tretet augenblicklich von dem Sklaven zurück und ihr werdet verschont! Ihr bekommt ihn nicht. Wo ist er? Bitte tötet mich nicht. Raus damit! Ich weiß es nicht. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Hadriana hat uns hergeführt. Sie ist in den befestigten Höhlen nördlich der Stadt. Ich kann euch hinbringen. Nicht nötig. Ich weiß, wovon ihr sprecht. Dann lasst mich gehen. Ich flehe euch an. Ich schwöre, ihr habt euch ich den falschen Meister ausgesucht. Hadriana. Ich war ein Narr zu denken, ich sei frei. Sie werden mich niemals in Frieden lassen. Sagt euch der Name etwas? Eine Schülerin meines alten Meisters. Ich erinnere mich gut an sie. Ein wehleidiger Emporkömmling, die ihre eigenen Kinder verkaufen würde, um sich bei Daenerys anzubiedern. Wenn sie hier ist, dann auf seinen Befehl. Ich wusste, er würde es nicht auf sich beruhen lassen. Das kann so nicht weitergehen. In den alten Zeiten wurden in den befestigten Höhlen Sklaven eingesperrt. Aber offenbar sind sie nicht länger verlassen. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor Hadriana Zeit hat, sich vorzubereiten. Es gab einst zahlreiche dieser Befestigungen. Vor allem in den Bergen. Einzelne Sklavenhalter haben dort ihre persönlichen Pferche unterhalten. Sie wurden so gebaut, dass sie ihnen Schutz vor Überfällen anderer Sklavenhalter boten. Und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum sich Hadriana diesen Ort ausgesucht hat. Hadriana wird uns nicht entkommen. Hoffen wir einfach, dass das alles nicht rein sie euch angerührt ist. Die haben alle umgebracht! Sie haben Papa aufgeschlitzt und ausbluten lassen! Aber warum? Warum sollten sie so etwas tun? Die armen Leute. Das ist grässlich. Die Magistra. Sie sagte, sie brauche Macht. Sie sagte, jemand würde kommen, um sie umzubringen. Wir haben versucht, gehorsam zu sein. Wir haben alles getan, was uns befohlen wurde. Sie hat Papas Suppe geliebt. Ich verstehe das nicht. Ihr seid für sie nichts weiter als eine Sklavin. Ein Besitz, den man benutzt. Bis heute war alles in Ordnung. Das war es nicht. Ihr wusstet es einfach nur nicht besser. Seid ihr jetzt mein Meister? Nein. Aber ich kann kochen und ich kann putzen. Ich kann alles tun, was ihr verlangt. Wenn ihr nach Kirkwall gehen würdet, könnte ich euch helfen. Wirklich? Oh, gelobt sei der Erbauer. Ich danke euch. Mir war nicht bewusst, dass ihr nach einer Sklavin gesucht habt. Ich habe ihr eine Anstellung gegeben, Fenris. Oh, also, das ist gut. Bitte entschuldigt. Na los, suchen wir Hadriana, damit wir von hier Halt! Tot bin ich für euch wertlos. Es gibt nur eine Person, deren Tod noch mehr Wert für mich hat. Ich habe Informationen, Elf. Und ich gebe sie euch im Austausch für mein Leben. Wollt ihr mir Daenerys Aufenthaltsort verraten? Was hätte ich davon? Dann nehme ich ihm doch lieber seine Lieblingsschülerin. Ihr habt eine Schwester. Sie lebt. Ihr wollt euer Leben zurück? Dann lasst mich gehen und ich sage euch, wo sie ist. Es ist eure Entscheidung. Also habe ich euer Wort? Ich sage es euch und ihr lasst mich gehen. Ja. Ihr habt mein Wort. Ihr Name ist Verenia. Sie ist in Carinus und steht in Diensten eines Magisters namens Arryman. Als Dienerin, nicht als Sklavin. Sie ist keine Sklavin. Ich glaube euch. Wir sind hier fertig. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Ach. Ihr denkt also, das war eine gute Idee? Das Ganze könnte eine Falle sein. Daenerys könnte Hadriana geschickt haben, um ihr von dieser Schwester zu erzählen. Und selbst wenn nicht, wäre es Selbstmord, nach ihr zu suchen. Daenerys muss von ihr wissen. Und ihm ist mit Sicherheit auch bewusst, dass Hadriana es weiß. Aber alles, was zählt, ist, dass ich diesem Miststück endlich das Herz zerquetschen konnte. Soll sie doch verrotten, genau wie alle anderen Magier auch. Wir sollten vielleicht gehen.
Spart euch euer Mitgefühl. Ihr habt gesehen, was hier geschehen ist. Es wird immer irgendein Grund, eine Entschuldigung dafür geben, warum Magier so etwas tun müssen. Selbst wenn ich meine Schwester finden sollte, kann niemand sagen, was ihr die Magister angetan haben. Was hat die Magie jemals berührt und dadurch nicht verdorben? Ich muss gehen. Ich habe darüber nachgedacht, was mit Hadriana passiert ist. Ich habe meine Wut zu Unrecht an euch ausgelassen. Ich war nicht ich selbst. Tut mir leid. Ich wusste nicht, wo ihr wart. Ich war besorgt. Ich musste allein sein. Als ich noch ein Sklave war, hat Hadriana mich gequält. Sie verspottete mich, gab mir nichts zu essen, raubte mir den Schlaf. Wegen ihres Status konnte ich nichts dagegen tun. Und das wusste sie. Der Gedanke, dass sie mir nun entgleitet. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Was meint ihr damit? Dieser Hass. Ich dachte, ich hätte ihn überwunden, aber er folgt mir. Egal, wohin ich gehe. Ihn wieder zu spüren, zu wissen, dass sie ihn mir eingepflanzt hatten. Das war zu viel. Aber ich bin nicht gekommen, um euch noch mehr zu belasten. Ihr müsst nicht gehen, Fenris. War es so schlimm? Tut mir leid. Es ist nicht... Es war gut. Nein, das reicht nicht. Es war besser als alles, was ich mir erträumt hatte. Oh, ich komme in meinen Träumen noch auf ganz andere Dinge. Ich fing an, mich zu erinnern. Mein Leben davor. Nur Ausschnitte. Das ist zu viel. Es geht alles zu schnell. Ich... kann das nicht. Euer Leben davor? Was meint ihr damit? Ich habe mich nie an die Zeit vor dem Ritual erinnert. Aber da waren Gesichter, Worte. Für einen Moment konnte ich mich an alles erinnern. Doch dann verblasste alles wieder. Wollt ihr eure Erinnerung nicht zurück? Euch ist vermutlich nicht klar, wie verstörend das ist. Ich habe mich nie an etwas erinnert. Und das alles über mich hereinbricht, nur um dann wieder zu verblassen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wir können das alles regeln. Tut mir leid. Ich bin so ein Narr. Ich wollte doch nur glücklich sein. Nur ein bisschen. Vergebt mir. Ich habe darüber nachgedacht, was mit Hadriana passiert ist. Ich habe meine Wut zu Unrecht an euch ausgelassen. Ich war nicht ich selbst. Tut mir leid. Ich wusste nicht, wo ihr wart. Ich war besorgt. Ich musste allein sein. Als ich noch ein Sklave war, mich gequält hat. Sie verspottete mich, gab mir nichts zu essen, raubte mir den Schlaf. Wegen ihres Status konnte ich nichts dagegen tun. Und das wusste sie. Der Gedanke, dass sie mir nun entgleitet. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Was meint ihr damit? Dieser Hass. Ich dachte, ich hätte ihn überwunden, aber er folgt mir. Egal, wohin ich gehe. Ich habe darüber nachgedacht, was im Nichts geschehen ist. Dass ein Dämon einfach so mit meinen Ängsten spielen konnte. Beunruhigt mich. Ich habe euch enttäuscht. Das wird nicht nochmal geschehen. Der Dämon hat euren Verstand mit einem Zauber belegt. So einfach ist das. Und trotzdem konnte er euch nicht beeinflussen. Was den Jungen angeht, werden wir sehen, was aus ihm wird. Und ob er bedauert, dass er ihm gegenüber gnädig ward. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Hoffen wir, dass wir so etwas nicht noch einmal Ich habe erleben. Etwas für euch. Das ist ein Buch. Eine sehr treffliche Beobachtung.
Das Buch ist von Shartan, dem Elf, der Andraste half, die Sklaven zu befreien. Ihr habt von ihm gehört, oder? Schon. Es ist nur... Sklaven ist es verboten zu lesen. Ich habe es nie gelernt. Es ist nicht zu spät, es zu lernen, Fenris. Nicht. Ich habe schon oft daran gedacht. Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Ich freue mich wirklich darüber. Ich wollte schon immer mehr über Shartan erfahren. Vielleicht ist euch etwas, wie es ist. Ob die eure Beschreibung passt. Auf dem richtigen Schiff. Noch dazu allein, soweit ich weiß. Ich muss wissen, ob es eine Falle ist. Ich habe getan, was ihr verlangt habt, Fenris. Jetzt ist es an euch. Redet ihr mit ihm, Hawk. Mir reicht es für heute. Fenhides, faste was! Vielleicht kann ich euch helfen, Fenris. Das ist meine Schwester. Ich habe es euch nicht gesagt, aber ich habe Hadrianas Informationen überprüft. Sie hat die Wahrheit. Ich musste schweigen. Aber ich habe Verania genug Geld geschickt, damit sie zu mir kommen kann. Und jetzt ist sie hier. Sie war tatsächlich in Carinus? Meine Schwester hat Magister Arryman verlassen. Ich fand sie in Minrathis. Das hat das Ganze erschwert. Aber laut der Männer, die ich bestochen habe, ist es genau wie Hadriana gesagt hat. Sie ist keine Sklavin, sondern eine Schneiderin. Es war nicht leicht, ihr einen Brief zukommen zu lassen. Zumal sie mir erst nicht glaubte. Aber jetzt ist sie endlich hier. Habt ihr Angst, Daenerys könnte Bescheid wissen? Je stärker es den Anschein hat, dass er nichts weiß, desto sicherer bin ich, dass es nicht so ist. Kommt mit mir, Hawk. Ich brauche euch, wenn ich mich mit ihr treffe. Wo ist sie? Wenn wir bei Tag zum gehängten Mann gehen, müsste sie dort sein. Zumindest die... Das würde mir viel bedeuten. Mehr verlange ich nicht. Du bist es wirklich. Verania? Ich erinnere mich an dich. Wir haben im Hof unseres Meisters gespielt, wenn Mutter gearbeitet hat. Du nanntest mich... Leto, das ist dein Name. Was ist los? Warum bist du so... Wir müssen hier weg, Fenris. Oh, mein kleiner Fenris. So berechenbar wie eh und je. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist, Leto. Du hast ihn hergeführt. Aber, Fenris, gib die Schuld nicht deiner Schwester. Sie hat getan, was jede gute Bürgerin des Reichs getan hätte. Ich wollte diese dreckigen Zeichen, Daenerys. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr mich tötet, um sie zu bekommen. Oh, wie wenig du doch weißt, mein kleines Schoßhündchen. Und das ist dann wohl deine neue Herrin. Der Champion von Kirkwall. Wie entzückend. Fenris gehört niemandem. Höre ich da eine Spur von Eifersucht? Das überrascht mich nicht. Der Bursche ist ausgesprochen begabt, nicht wahr? Haltet den Mund, Daenerys! Es heißt Meister. Ihr seid nicht länger mein Meister. Ich hatte keine Wahl, Leto. Hör auf, mich so zu nennen. Er wollte mich zu seiner Schülerin machen. Ich wäre eine Magistra geworden. Du hast deinen eigenen Bruder verkauft, um eine Magistra zu werden? Du kannst dir nicht vorstellen, was wir durchmachen mussten. Was ich tun musste, seit Mutter tot ist. Das hier war meine einzige Chance. Und jetzt sind all deine Chancen vertan. Bitte, tu das nicht. Bitte sagt ihm, er soll aufhören. Wartet. Bringt sie nicht um. Wieso nicht? Sie hatte keine Hemmung, mir den Tod zu bringen. Wieso sollte sie für mich was anderes sein als ein weiteres Werkzeug der Magister? Sie ist eure Familie, Fenris. Elf, Fenris. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber das ist das Letzte, was ihr jetzt tun wollt. Verschwinde! Du hast gesagt, du hättest nicht darum gebeten, aber das ist nicht wahr. Oh ja, du wolltest es. Du hast darum gekämpft. Und als du gewonnen hast, hast du deinen Sieg genutzt, um Mutter und mich zu befreien. Warum erzählst du mir das? Die Freiheit war kein Segen. Und wenn ich dich so ansehe, glaube ich, dass du das Bessere losgezogen hast.
Ich dachte, meine Vergangenheit zu ergründen würde mir zeigen, wohin ich gehöre. Aber ich habe mich geirrt. Selbst das hat die Magie verdorben. Es gibt nichts mehr, was ich zurückgewinnen könnte. Ich bin allein. Ich bin hier, Fenris. Ihr habt gehört, was Verenia gesagt hat. Ich wollte sie. Ich habe dafür gekämpft. Ich fühle mich dreckig. So als wäre diese Magie nicht nur in meine Haut geätzt, sondern als hätte sie auch meine Seele beschmutzt. Lasst uns gehen. Ich muss hier raus. Es gibt keinen Grund, dass ihr noch länger in diesem Loch bleibt. Was nicht heißt, dass ihr es nicht gemütlich habt. Die Hütte fällt auseinander. Außerdem kann ich nicht mehr lange sicherstellen, dass der Truchsess nichts bemerkt. Ich weiß zu schätzen, was ihr getan habt, Evelyn. Und doch bleibt ihr hier. Ihr könntet jetzt überall hingehen. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Die Freiheit muss eine schwere Bürde sein. Sie verstehen mich nicht. Ja, ich bin frei. Daenerys ist tot. Trotzdem fühlt es sich nicht richtig an. Ihr dachtet, sein Tod würde alles verändern, aber dem ist nicht so. Nein, wohl nicht. Ich dachte, wenn ich nicht mehr wegrennen und kämpfen muss, um zu überleben, könnte ich endlich als freier Mann leben. Aber jetzt? Meine Schwester ist tot. Mir ist nichts geblieben. Nicht einmal ein Feind. Vielleicht heißt das ja nur, dass euch niemand zurückhält. Interessanter Gedanke. Es ist nur schwer zu überblicken, was die Magie mir angetan hat. Falls ich verbittert wirke, dann nicht ohne Grund. Vielleicht wird es Zeit, nach vorne zu schauen. Ich weiß nur nicht, was die Zukunft bringt. Ihr etwa? Was sie auch bringen mag, ich hoffe, wir bleiben zusammen. Das hoffe ich auch. Wir haben nie darüber geredet, was vor 3 Jahren zwischen uns war. Ihr wolltet nicht darüber reden. Ich fühlte mich wie ein Narr. Ich dachte, es wäre besser, wenn ihr mich hasst. Das hatte ich verdient. Aber es ist nicht besser. In jener Nacht, ich erinnere mich an jede Berührung, als wäre es gestern gewesen. Ich hätte mich schon vor langer Zeit entschuldigen sollen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Warum seid ihr damals gegangen, Fenris? Das habe ich mich auch schon 1000-mal gefragt. Der Schmerz, die Erinnerung, die er weckte, das war zu viel. Ich war feige. Heute würde ich bleiben und euch sagen, was ich fühle. Und was würdet ihr sagen? Dass es nichts Schlimmeres gibt, als ohne euch leben zu müssen. Ich verstehe. Ich habe es immer verstanden. Wenn es eine Zukunft gibt, möchte ich sie an eurer Seite erleben. Seht euch das an. Eine Gnadenklinge? Ich erinnere mich. Sie sind im Reich weit verbreitet. Repliken des Schwerts, mit dem Orkon Hesserion Andraste tötete. Dieses hier scheint sehr fein gearbeitet zu sein. Ich dachte, es könnte etwas wert sein. Das ist es. Hier, ich zeige es euch. Das sind Ehrengeschenke für verdiente Untertanen des Reiches. Daenerys war ganz verrückt danach, soweit ich mich erinnere. Ihr redet nicht viel über das Reich. Weil ich nicht gerne daran zurückdenke. Hat die Kirche den Magier nicht verboten, über andere zu herrschen? Ah ja, die Magie soll den Menschen dienen und sie nicht beherrschen. Im Reich sagen sie, das heißt, die Magie sollte dem Allgemeinwohl dienen. Genau wie es die Magister angeblich tun. Glaubt kein Wort davon. Was tun die Magister denn so Schreckliches? Der Zirkel der Magi herrscht über das Reich. Er kontrolliert die Kirche, ebenso wie die Templer. Sie behaupten, die Magister würden dem heiligen Gesetz gehorchen. Aber sie sind das Gesetz. Sie machen, was sie wollen. Allesamt. Sie setzen alle verbotene Magie ein? Je mächtiger ein Magier ist, desto höher steigt er innerhalb des Senats auf.
Er macht die Gesetze und bestimmt, was annehmbar ist. Wer in diesem Spiel bestehen will, muss dasselbe tun. Oder er wird vernichtet. Mag sein, dass es einmal anders war. Aber heute ist es so. Floriert der Sklavenhandel im Reich noch immer? Das kommt auf den jeweiligen Archon an. Einer hat den Sklavenhandel vor Jahren verboten und wurde dafür umgebracht. Ohne Sklaven würde Tevinter untergehen. Die Elite des Reichs kennt es nicht anders. Das würde ein Sklavenaufstand vermutlich ändern. Aufstände sind jetzt schon an der Tagesordnung. Die meisten enden erbärmlich. Der Senat rückt immer zusammen, wenn es um Aufwiegler geht. Aber eines Tages wird alles anders. Dann werden die Magister erkennen, wie zerbrechlich ihre Macht ist. Ich habe gehört, das Reich liegt seit Jahrzehnten mit den Kunari im Krieg. Seit die Kunari auf der Insel Saharan gelandet sind, ja. Also seit 80 Jahren? Vielleicht auch länger. Der Archon forderte Hilfe aus ganz Thedas an. Hat ihm aber nicht viel genützt. Der Krieg dauert schon ziemlich lange. Die Kunari wollten immer nur Saharan. Und das haben sie bekommen. Das Reich hat immer wieder versucht, die Insel zurückzuerobern. Allerdings ohne großen Erfolg. Ich glaube, die Kunari sammeln ihre Kräfte und bauen eine gewaltige Flotte. Wenn sie wirklich Krieg wollen, werden wir es erfahren. Sind die Kunari so stark? Sie haben einmal ganz Thedas in Schutt und Asche gelegt. Wollten sie das Reich unterwerfen, täten sie es. Nach allem, was ich auf Saharan gesehen habe, werden sie nicht nachgeben. Sie glauben noch fester daran, um recht zu sein als die Magister. Ich will, dass ihr es bekommt. Ja, ich denke, es würde mir gefallen, sie zu führen. Was für eine Ironie. Danke, Hawk. Ich bin bereit, euch zu... Ich hoffe, ihr seid bereit für das, was uns nun bevorsteht. Die Verzweiflung treibt diese Magier zu schrecklichen Taten. Ich weiß, wovon ich rede. Das wird nicht schön. Was meint ihr damit? Das Reich hat seine eigenen Templer, die gerufen werden, wenn die Magier die Linie überschreiten. Die Linie ist zwar woanders, aber das Ergebnis ist dasselbe. Wir werden schreckliche Abscheulichkeiten sehen. Menschen, von denen ihr nie gedacht hättet, dass sie sich der Verderbtheit so schamlos hingeben. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Es muss nicht so weit kommen. Wir werden sehen. Ich habe vielleicht keine Chance, das noch einmal zu sagen. Euch kennenzulernen war das Beste, was mir je passiert ist, Hawk. Versprecht mir nicht zu sterben. Ich würde ein Leben ohne euch nicht ertragen. Das kann ich nicht versprechen, es sei denn, ihr tut es auch. Nichts wird mich von euch trennen.